Oh, und da sind wir wieder mit der nächsten Folge unseres Let's Play Assassin's Creed Unity. Und zwar ist das Ziel, was wir jetzt haben, das nächste Nostradamus-Rätsel. Ich habe es schon markiert, das ist hier der Widder. Ah, erstmal schön in den Heuballen rein. Ja, wir haben uns eben noch das neue Schwert gekauft, nämlich das Katana. Da habe ich mich total drauf gefreut. Jetzt haben wir nämlich wieder Kampftempo und einen massiven Schaden. Da vorne ist auch schon etwas Wachiges. Da könnte man es hier direkt mal ausprobieren. Okay. Ich habe es hier zu gut erwischt. Also, auf zu unserem nächsten Nostradamus-Rätsel, meine Lieben. Erst einmal hier durch. Dann geht's auf unser Kletterpartiechen zu, weil wir müssen wohl nach oben, wie es aussieht. Verdammt, die Hecke hat uns ausgebremst. Gehen wir aber direkt auf die andere Seite, weil es ist noch wohl ein Gebäude weiter. Ja, guck mal, hier müssen wir also hoch für unser nächstes Fragment von Nostradamus. Widder akzeptieren. Philipp Augusts Palast seht herbei, wurde zur Zuflucht für Schönes, die Uhr tickt für seine Herrscher bis zu Ludwig und nicht weiter. Zuflucht für Schönes. Es gibt eigentlich in Frankreich nur eine Sache, wo wirklich schöne Dinge hinkommen. Der Louvre. Jetzt ist halt nur die Frage, wo im Louvre ist unser Symbol zu finden? Aber es wurde geredet von einer Uhr, die tickt. Und normal haben diese großen Gebäude ja dann eine Uhr. Die Frage ist jetzt nur, an welcher Seite, aber ich würde jetzt mal schätzen, an einer der Prunkseiten. Hier nicht. Aber ich sehe, da oben ist ein No-Mit-Punkt versteckt. Könnte man direkt einmal dran. Irgendwie ist das hier gerade nicht so cool. So, oben sind wir. Hier dürfte nämlich jetzt ein No-Mit-Punkt sein, genau. Hier muss doch auch irgendwo eine Uhr sein. Die Frage ist auch, von welcher Seite soll man die dann sehen können? Vom Innenhof? Was mir jetzt wieder plausibel vorkommen würde. Da ist. Ja, die muss man auch erstmal sehen, die Uhr, die ist ja so klein. Willkommen ist der Bürger im Geiste des Ejalit, im königlichen Garten, wo der mächtige Helios jeden Tag der Menschen zerstörerische Macht entzündet. Damit dürfte der Palais Royal gemeint sein. Der müsste nämlich auch hier irgendwo in der Ecke sein. Da ist er sogar. Das ist nicht weit.
Oh, hier ist ein Verbrecher. Er ist uns zum Opfer gefallen. Ei, ist das geil. Guck mal. Was das Schwert hier reinfetzt direkt. So muss das sein. So macht das doch direkt wieder richtig Spaß. Es geht jetzt weiter hier durch die Menschenmenge. Da ist der Palais. Helios, jeden Tag der Menschen zerstörerische Macht entzündet. Helios könnte wieder eine Statue gemeint sein. Vermute ich mal, dass hier im Innenhof der Garten sein wird. Das werden wir rausfinden, indem wir einfach mal drüber klettern. So. Zap, zap. Hier ist auch direkt wieder etwas ruhiger. Ah, die Menschen hier wissen, wie man lebt. Okay, wo die Truhe ist, sehe ich gerade nicht. Die suchen wir mal anders in aller Ruhe. Guck mal, da ist eine Statue. Da ist Helios. Ist das nicht Helios hier? Oder bin ich vielleicht einfach... Ah. Aus den Ruinen der gefallenen Festung wurde eine Brücke der Eintracht errichtet. Hier sammelt sich des Menschen Verstand, dort trennt er den Kopf vom Nacken. Es ist mal wieder irgendwas Guillotinisches bereicht. So, die Pont de la Concorde wurde erbaut aus Steinen der Bastille, also der Festung. Und somit dürfte die Pont de la Concorde auch das Ziel dieses Rätsels sein. Es ist nur die Frage, welche ist es? Pont Royal, da ist sie, die Pont de la Concorde de la Revolution. Ist zwar ein gutes Stückchen von uns entfernt, doch den Weg nehmen wir jetzt auf uns. So, wir haben hier ein paar Zivilisten beschützt auf die Schnelle. Das ist immer gut. Weil dadurch wieder ein Massenereignis mehr auf unserer langen, langen Liste abgeschlossen ist. Es fehlen jetzt noch 12 Stück für die nächste Belohnung. Das finde ich akzeptabel, kann man sagen. Ich brauche natürlich jetzt noch einen Haufen Geld, um weiter hier den Ausbau betreiben zu können. Aber die Rätsel sind natürlich jetzt erstmal das, wo wir dran sitzen. So, und wir sind jetzt auf dem Weg zur Pont de la Concorde. Die Pont de la Concorde ist gar nicht mehr so weit weg, nur noch 300 Meter. Ja, das ist jetzt halt viel Rennerei, es geht viel Spielzeit drauf, aber im Endeffekt ist es eine vernünftige Sache, sowas direkt zu machen, weil wir wollen ja optimal ausgerüstet in die Koop-Mission gehen. Außerdem können wir hier direkt ein paar Massenereignisse unterwegs abschließen, was uns ja auch wieder Vorteile verschafft. Wir kriegen Geld, wir kriegen dies. Außerdem erkunden wir die Stadt und haben eine große Chance, dadurch die Aussichtspunkte freizuschalten. Was im späteren Verlauf schön ist, weil dann können wir bei verschiedenen Missionen die Schnellreisepunkte effektiver benutzen. Wodurch wir da halt wieder einen Haufen Zeit sparen. Im Endeffekt musst du es einmal alles ablaufen. Die Frage ist halt nur wann. So, und außerdem kann ich nebenbei ein bisschen schön quatschen mit euch. Das finde ich auch immer toll. Wir haben jetzt hier noch 130 Meter vor uns. Das heißt, das ist nicht mehr weit. Ja, und dank Wikipedia wissen wir auch, dass diese Brücke aus den Steinen der Bastille erbaut wurde. Und daher können wir davon ausgehen, dass diese gemeint ist. Weil diese Rätsel sind nun mal auch mit viel geschichtlichem Wissen gesegnet. Das heißt, wenn du dich in der Geschichte auskennst, beziehungsweise mit den Orten von Frankreich, dann hast du die Rätsel auch schneller geknackt. Und jawohl, hier sehen wir das Symbol und wir haben das Rätsel gelöst. Das war das Widder-Rätsel, meine Lieben, das wir gerade gelöst haben. Ich weiß aber, dass hier direkt um die Ecke noch ein Aussichtspunkt ist, den wir uns direkt schnappen werden. Saint Thomas de Aquin, das dürfte hier oben drauf sein, nämlich.
Aber es ist ein Sperrgebiet, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, was wir hier machen. Erstmal kurz verschwinden. Und jetzt möglichst versuchen, schnell und effektiv dort hochzukommen. Oder zumindest mal einen Wachmann auszuschalten, um dort hinaufzukommen, denn wir wollen ja den Aussichtspunkt hier haben. Es ist jetzt halt, bietet sich an, weil es war jetzt gerade mal über die Brücke rüber und dann zack, zerab, schnell hier hoch. Und es ist dann auch wieder ein Aussichtspunkt weniger, den wir abzuarbeiten haben. Von daher schon ganz okay. Guck mal, ein riesiges Problem sind hier zum Beispiel diese freien Flächen. Da hast du sehr, sehr schwierige Kampfziele. Aber wir machen weiter mit dem nächsten Rätsel, was sich sogar hier in der Ecke direkt finden lässt. Das wäre dann nämlich Jupiter. Guck mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Aussichtspunkte, sehe ich hier noch. Ich möchte mal eben in die Fortschrittsanzeige reinschauen. Können wir nicht, wenn wir auf dem Aussichtspunkt im Sperrgebiet sind. Also springen wir da schnell runter. Fortschrittsanzeige. Verschiedenes. 14% der Truhen, 20% der Artefakte, 24% Sinkpunkte. La Bivre. Ah ja. Aussichtspunkte. Wir haben 78% der Aussichtspunkte. Uns fehlen halt noch die 3 in La Quartier Latin und 2 in Les Invalides. Renovierungen fehlen uns noch Café du Quartier Latin und Café des Invalides. Also nicht mehr sehr viel, um da auch einen guten Erfolg zu erzielen. Wir gehen jetzt in dieser Folge noch bis zum nächsten Nostradamus-Rätsel voran. Um dann halt die Folge zu wechseln auf das andere Rätsel, damit ihr halt die Rätsel folgenweise auswählen könnt. Deswegen mache ich das jetzt gerade so ein bisschen folgenmäßiger. Und hier startet Jupiter und das machen wir in der nächsten Folge unseres Let's Plays. Bis gleich!